Julia Krüger ist hier. Es ist nämlich schon wieder ein Jahr her, seit Netzpolitik.org 12 geworden ist. Jetzt wird Netzpolitik.org im September diesen Jahres 13. Natürlich wieder mit einer Das ist Netzpolitik-Konferenz und noch viel besser mit einer Das ist Netzpolitik-Party. Und ich hoffe, darüber kannst du uns jetzt ein bisschen was sagen zum Programm, zur Party und überhaupt dazu, wie es dieses Jahr bei euch aussieht. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich fasse mich jetzt kurz. Da draußen gibt es schon Fleisch, habe ich von hinten gesehen. Die Das ist Netzpolitik Party findet dieses Jahr am 1.9. in Berlin statt. Und zwar die Konferenz im Kosmos Kino in Berlin mit zwei Bühnen und die Party dieses Jahr ganz, ganz offiziell im Inschmeier. Wir sind gerade so ein bisschen bei den letzten Programmdetails, also es ist noch nicht ganz online, es geht hoffentlich die Woche online, aber ich wollte die Chance hier nutzen und schon mal so ein paar Highlights vorstellen. Also wir fangen den Morgen an, natürlich mit einem netzpolitischen Rückblick auf die Digitalpolitik der Großen Koalition und mit einem Ausblick auf die digitalen Herausforderungen der zukünftigen Legislatur. Wir haben dann auf der Bühne 1 erstmal das große Thema Internet der Dinge. Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, wird über Gerätesicherheit und Datenschutz sprechen. Peter Bier von The Waving Cat, ThingsCon, wird über das Internet der Dinge, über Rechte, Regulierung und Spannungsfelder sprechen. Wir haben dann das große Thema Plattformen und Infrastruktur. Joe McNamee, der kommt von dem europäischen Dachverband European Digital Rights, wird darüber sprechen, inwiefern die Urheberrechtsreform uns Zensurmaßnahmen bringen könnte. Thomas Lohninger wird seinen klassischen Überblick zum Fortgang der Debatte zur Netzneutralität machen, mit einem globalen Fokus dieses Jahr. Thomas Rude, da freue ich mich ganz besonders, wird sich an ein ganz neues Thema wagen, nämlich an die Neuordnung des Telekommunikationsmarktes auf EU-Ebene. Wahrscheinlich so ein Megaprojekt, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Genau, und ebenso spannend ist eigentlich das Programm auf der Bühne 1. Da wird es vor allem im Morgen vor allem um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gehen. Jeanette Hofmann vom WZB wird den Morgen eröffnen mit einem allgemeinen Vortrag zu was Politik von der Wissenschaft lernen kann. Maya Indira Ganesh vom Tactical Tech Collective wird eine wunderschöne Einführung machen zum Thema maschinelles Lernen, also zu Problemen der Datenauswahl, der Mustererkennung, der Modellbindung in bestimmten Anwendungsfeldern. Das Ganze wird von Marwa Fatafter von Seven Amleh vom Arab Center for Social Media Advancement dann illustriert, und zwar einem ganz spannenden Beispiel. Sie hat einen Talk mit dem Titel The Tyranny of Algorithms and the Use of Predictive Policing by Israel. Also wird sozusagen ein sehr problematischer Talk, und das Ganze wird dann abgerundet durch Konrad Lischka von der Bertelsmann Stiftung, der einen Talk machen wird zu politischem Handlungsbedarf bei algorithmischen Entscheidungssystemen. Am Ende steht Konstanze Kurz mit Ethik und Forderungen im Bereich autonomen Fahren. Der Nachmittag ist im Moment noch so ein bisschen durcheinander. Es wird da um neue Technologien gehen. Also Jutta Steiner wird beispielsweise über Blockchain und andere Peer-to-Peer-Technologien sprechen. Mikro? Ingo? Bingo, yeah, ich freue mich auch ganz doll. Dann haben wir ganz viel Aktivismus, also Gefahren für Aktivisten, Wandel von Aktivismus, den NS-Hour. Wir haben ein Wahlkampf-Special mit Markus Reuter, Adrian Fichter und Martin Fuchs. Wir haben natürlich digitale Kultur, digitale Kompetenz, digitales Erbe, Datenzauberei und ein Überraschungspaket von Wikimedia und ein Überraschungspaket von Mozilla. Genau, das erstmal zu dem Grundprogramm. Das geht, wie gesagt, wahrscheinlich Ende dieser Woche online. Wer danach immer noch Nerven hat, networken will oder einfach Party machen will, ist ganz herzlich eingeladen zu unserer Party. Die findet ab 20 Uhr statt. Es gibt einen Überraschungsvortrag, es gibt eine Vorlesung der schrägsten Leserinnen-Kommentare von Netzpolitik.org. Es gibt ein Quiz, Anna hat gesagt, mit Gewinngarantie. Ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber es steht hier so. Und dann gibt es auch den großartigen Tanztrojaner. Den Tanztrojaner heißt Techno, Disco, Drum and Bass,
Trash und Punk auf verschiedenen Bühnen, also es wird nicht zusammengemischt, unter anderem mit Steen und Benze, mit Kraftfutter Mischwerk, mit Taspo, mit Markus, mit Totora und vielen, vielen, vielen anderen. Genau. Ihr könnt euch das alle leisten. Also wir haben, unsere Förderer waren auch wieder sehr großzügig. Die Förderer sind Wikimedia, Mozilla, der Club und die Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, wir können ermäßigte Tickets dieses Jahr anbieten ab 10 Euro und zwar für alle Ermäßigungsberechtigten, also für Studierende, Schülerinnen und Schüler, Menschen ohne Einkommen und Aktivisten. Wir können ein Standardticket für 20 Euro anbieten, ein Professional-Ticket für Menschen, wo die Organisation oder die Firma zahlt, für 50 Euro. Und wir freuen uns natürlich ganz dolle, wenn uns oder wenn Netzpolitik besonders unterstützt wird. Es gibt das Supporter-Ticket für 250 Euro und das Massive-Supporter-Ticket für 500 Euro. Da lassen wir uns in einem Tag noch was einfallen. So. Ach so, und man kann auch noch, das ist jetzt vielleicht die wichtigste Ankündigung hier überhaupt, umsonst auf die Konferenz kommen. Wir suchen nämlich noch Helferinnen und Helfer. Wir suchen Helferinnen und Helfer für Einlass, Bühne und Videoaufnahmen. Man kommt dafür kostenlos auf die Konferenz und natürlich die Party, bekommt Essen und Getränke und ist natürlich Teil eines großartigen Konferenzteams. So, genau. Wenn man das möchte, dann meldet man sich am besten bei mir, das heißt bei julia.k@netzpolitik.org oder bei konferenz@netzpolitik.org. Ich würde mich ganz freuen, wenn ihr die ganzen Infos streut und weiterverbreitet. Der Hashtag ist NP13. Denn genau, wir haben dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel Platz. Habt ihr Fragen? Das Datum wurde gefragt. 1.9., Freitag, der 1.9., also kommenden Freitag in 4 Wochen. Da hinten ist, nein, das ist keine Frage. Sieht super aus. Habt ihr einen Livestream für die, die nicht da sind? Genau, wir haben Livestream. Hoffentlich klappt alles. Auf jeden Fall haben wir auch Videoaufnahmen, die danach online gehen. Und natürlich so kurze Talk-Zusammenfassung, Beschreibung, Auswertung auf netzpolitik.org dann. Okay, super. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank an dich. Die total coolen Das ist Netzpolitik-Sticker Fight for Digital Rights liegen auch da an der Theke. Genau, die gibt es in allen Farben. Und wir haben auch eine Neuigkeit. Wir haben Jutebeutel mit Fight for Your Digital Rights in Regenbogenfarben. Nächstes Jahr mit Einhörnern. Ja. Okay, dann vielen Dank an dich.